Hallo, mein Name ist Carina Konrad. Ich kandidiere als Direktkandidatin für den Deutschen Bundestag für den Wahlkreis Rhein-Hunsrück-Mosel. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, das wissen wir Hunsrücker. Deshalb kochen wir heute in meiner Küche und es gibt gefüllte Klöße. Und erschreckt nicht, das Video ist nachvertont, also achtet nicht so ganz auf mein Gebabbel. Hier seht ihr als erstes, wie ich die Füllung mache mit Zwiebeln, Lauchzwiebeln und Hackfleisch. Natürlich nicht aus dem Kaufland. Ich würze alles und brate es gemeinsam in der Pfanne an. Und ja, ich koche ganz gern, vor allen Dingen regionale Gerichte und mit meiner Familie. So, die vorgekochten Kartoffeln, die werden jetzt klein gestampft vom restlichen Wasser befreit und die ergeben dann später den Kloß, der gefüllt wird. Ja, da sieht man die Wertschätzung für so ein Essen, die wird ja nochmal größer, wenn man es selbst zubereitet. Das kann in meinem Fall auch ein bisschen über den Geschmack hinwegtäuschen. Ich bin bestimmt keine so gute Köchin wie die fleißigen Landfrauen, die das Kochbuch aufgesetzt haben. Das habt ihr am Anfang gesehen. Dieses Gericht, die gefüllte Klöße, die gibt es immer bei uns auf dem Feuerwehrfest, haben bei mir ganz tolle Kindheitserinnerungen als Jugendliche auf dem Land. Ich bin halt ein echtes Dorfkind. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommt die hohe Kunst des Klößefüllens ins Spiel. Einfach die Kartoffelpampe auf die Hand nehmen. Am besten vorher waschen, die Hände. Dann die Kartoffelmasse glatt streichen auf der Hand. Ungefähr die Hälfte befüllen, macht so viel, wie ihr so denkt, so nach Augenmaß. Dann wird auch kräftig gerollt, bis das Ganze aussieht wie ein Kloß und im heißen Wasser gekocht, bis er oben schwimmt. Ja, für den ersten Versuch würde ich sagen, schon gar nicht so schlecht. Ich finde es wirklich schade, dass immer weniger Leute immer weniger kochen, denn es macht doch wirklich Spaß, frische Speisen zuzubereiten. Und mir macht es besonders viel Spaß, wenn die Kids dabei sind. So sieht das fertige Produkt aus. Der typische Hunsrücker isst das mit Apfelmus. Ihr könnt natürlich dabei essen, was euch schmeckt. In meinem Fall kommt das nächste Mal noch ein bisschen mehr Würze dran, aber sonst ist es wirklich ganz gut gelungen. Ich bin auf jeden Fall ganz stolz auf meinen ersten Kartoffelklöße-Versuch und ich hoffe, dass es einige von euch auch mal nachkochen werden. Jetzt muss ich natürlich erstmal die Küche sauber machen. Das wird bei mir ungefähr so lange dauern wie das Kochen selbst. Ich habe eine große Familie, deshalb muss ich jetzt noch viele Klöße füllen und fertig machen. Ich kann euch nur eines mit auf den Weg geben, damit die Family der FDP groß wird, werdet ihr entweder Mitglied und wählt auf jeden Fall am 26.09. die FDP. Da gibt es dann mehr Verständnis für landwirtschaftliche Erzeugnisse und vor allen Dingen mehr Ernährungslehre, auch im Bildungsbereich.